Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bandletail. So, wir sind jetzt hier bei Nestor und Tristana und müssen mit beiden reden. Und ich glaube, ich nehme erst den lieben Dr. Nestor. Hallo, ich habe den Wetterbericht da. Ich hätte, jemand sollte sich das ansehen. Was ist mit der Katze, die du so gern hast? Meinst du das ernst? Und ich werde ganz sicher nicht arbeiten, während ihr alle Spaß habt. Ich werde mich später darum kümmern, vielleicht. Dr. Nestor, du bist bei unserer Feier herzlich willkommen. Ach, deine Einladung wurde zur Kenntnis genommen. Okay, alles klar. Aber wir haben... Oh, das ist eine ganz schön lange Quest, gell? Wir haben sie aber abgeschlossen. So, das heißt, wir haben jetzt noch drei übrig. Da haben wir noch zwei Sachen, genau. Okay, aber erstmal hier mit Tristana reden. Hi! Tristana, ich brauche deine Hilfe. Was ist los? Ist jemand in Gefahr? Ich hole Buba! Oh nein, nicht die Art von Hilfe. Mehr so eine Art diplomatische Mission, schätze ich. Ich brauche Hilfe, um Rumble auf die Feier einzuladen. Komm schon, das ist nicht so schwer. Erwähne einfach nicht die Größe seines Mechers, dann wird alles gut. Tja, nun, er kommt nur, wenn du ihn einlädst. Oh, na schön, ich kann mit ihm reden. Ich habe die Schrottrutsche gesäubert, damit hier keine Fliegen rumschwimmen. Großartig, geh voraus. Alles klar, los geht's. Los geht's auf die Schrottrutsche. Flup. Das ist ein schönes Wort übrigens, ich mag das. Schrottrutsche. Superklasse. Ich weiß, ich wollte mal von dem Regenbogen los und mir mal einen anderen Boost, wie nennt sich das? Keine Ahnung. Optik. Da gibt es bestimmt einen Namen für, wollte ich mir eigentlich mal machen, aber... Ja, wie ihr seht, seht ihr nichts. Ihr seht weiterhin einen Regenbogen. So. Dann können wir hier wieder... Juhu! Schrott für mich. Gebt mir all den Schrott. Wie sieht's eigentlich mit unserem... Wartet mal, das hat noch 30 von 30. 22 von 30. 10 von 30. Okay, da müsste ich dann mal gucken. Ich müsste für manche Sachen vielleicht auch andere Sachen nochmal ausrüsten. Das war das unser normales Reparatur-Vielzweck? Genau, damit können wir nämlich... Boah, das ist einfach herzustellen. Das ist auch einfach. Wie war das herzustellen? Nicht ganz so einfach. Wir rüsten also nochmal kurz das aus. Flup. Und rüber mit uns. Ich hab Tristana mitgebracht. Warum brauchst du eine extra Einladung, Rumble? Ich wollte nur sicher gehen, dass wir uns verstehen. Du bist eine legendäre Schützin und ich bin, naja, der erste Bing-Bingenieur. Ingenieur. Ja, sicher. Was ist mit der Feier? Du kommst doch, oder, Tris? Wir haben schon lange keine Zeit miteinander verbracht. Ich werde da sein, aber ich habe noch jede Menge zu tun. Aber du lernst viele Jodel kennen. Ganz Gadgetin ist eingeladen. Wie jetzt? Ich dachte, es wäre eine kleine Party. Seit wann hast du Angst vor großem Andrang, Rumble? Aber... Also die Feier beginnt um... Ja, also da bin ich beschäftigt. Tut mir leid. Was ist in ihn gefahren? Keine Ahnung. Ich glaube, er hat einfach eine andere Art von Party erwartet. Klasse. Rumble möchte so dringend von Tristana bemerkt werden. Vielleicht kann ich helfen. Und ich dachte, der große Rumble mag die Herausforderung. Wie bitte? Unsere Feier hat auch einen Erfinderwettbewerb. Und der wird mal eine echte Herausforderung. Eine Herausforderung, sagst du? Und ich kann mir ja nicht vorstellen, dass Ingvar sich mir stellt, ob mit oder ohne Feier. Was ist denn mit dem besten Ingenieur der Insel? Ha, meinst du ab, Tristana? Wir sehen uns auf der Feier. Das lief gut? Du wirst, wie wirst du ihm denn dann eine Herausforderung bieten? Keine Ahnung, ich sollte wohl mal Ingvar fragen. Wir gehen mal Ingvar fragen. Wo ist Ingvar? Ist es da unten der Schöne mit dem, also mit dem schönen Bart? Also, ne? Den hatten wir schon gesehen. Dann gehen wir mal hin. Ich glaube, wir müssen da hin. Ich rate jetzt einfach. Wird schon. Wird schon genau richtig sein, was ich hier tue. Runter.
Da, da ist er doch. Wer bist du? Mein Name ist Ingvar. Ich stelle Bauteile für die Insel her und repariere sie auch. Zumindest früher, bevor mein Schmiedefeuer ausgegangen ist. Heutzutage bin ich wohl eher dafür berühmt, in unseren Erfinderwettbewerben gegen Rumble zu verlieren. Das klingt deprimierend. Aber die Leute mögen die Show, also macht's mir nichts aus. Ich brauche deine Hilfe. Rumble muss zu meiner Feier kommen, damit wir die Portale wieder öffnen und meine Freundin retten können. Aber er führt sich deshalb wie ein kleines Kind auf. Warum bist du so sicher, dass ich helfen kann? Er kommt nur zur Feier, wenn es da einen Erfinderwettbewerb für ihn gibt. Ich kann es leider nicht mal an guten Tagen mit Rumble aufnehmen. Und gerade habe ich keine funktionierende Schmiede. Lass mich dir mit der Herausforderung helfen. Ich möchte dir nicht zur Last fallen. Außerdem, wie würdest du das machen? Vielleicht kann ich dir dabei helfen, dir eine Erfindung auszudenken? Frag doch mal die Fakultätsspitzen danach. Ich melde mich bei dir. Was ist mit deiner Schmiede passiert? Die Flamme ist ausgegangen. Sie kam aus der Höhle darunter. Ich hatte irgendwas mit magischen Blumen oder so zu tun. Ich bin ja kein Gärtner, weißt du. Aber seit der Katastrophe, zack, Schicht im Schacht. Ich sehe mir das mal an. Kannst du mir helfen, Corkys Heli zu reparieren? Dank der Hitze aus meiner Schmiede kann ich mit der richtigen Werkbank alles machen, wenn er funktionieren würde. Gut, wir müssen hier uns kümmern. Ich habe Corky schon komplett vergessen, dass der da immer noch mit seinem Heli hockt. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. So. Wir inspizieren die Höhle. Hier muss die Höhle sein, von der Ingvar gesprochen hat. Die Blumen sehen mir nicht wie eine beständige Wärmequelle aus. Schätze, wir müssen ein paar neue finden. Die sehen wie Feuerblumen aus, von denen habe ich gelesen, glaube ich. Toll, wo kriegen wir welche her? Ich glaube, im Grünspäußerhain könnte man mit der Suche anfangen. Okay. Feuerblumenhöhle, müssen wir... Oh, wir müssen überall hin, ne? Mit Ike, okay. Wir müssen mit Ike reden. Was war das? Bandle Universität. Okay. Kakaobrunnen, da brauchten wir das. Wir brauchen überall irgendwelche Auren, die ich nicht habe. Und das ist eh. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben wieder 11 Pünktchen. So was anderes können wir hier nicht mal machen. Gut. Dann war es das ja auch für uns. Dann gehen wir wieder weg. Und erstmal zur Fakultät. Also Universität. Ach Gottchen, ach Gottchen, ach Gottchen. Das ist ein Ding hier. Immerhin kennen wir uns hier langsam aus. So ganz bisschen zumindest. So, einmal rüber mit uns, mal wieder. So, dann machen wir erstmal das hier. Wir gehen erst zur Universität. Dafür sind wir hier auf jeden Fall richtig. Oh, es regnet wieder. Ich mag das. Das ist immer so schön. Ich liebe den Regen. So. Dann sind wir hier richtig. Richtig? Ja. Flabistropisches intermensionales Schmorbastor. Und das war alles für heute. Was? Aber was bedeutet das alles? Dazu kommen wir in der nächsten Vorlesung, glaube ich. Oh, warte! Was für eine wunderbare Überraschung. Schön zu sehen, dass das Studium wieder im Gange ist. War ich das jetzt, oder? Daran bist du nicht ganz unschuldig. Okay, das war ich. Was liegt dir auf dem Herzen? Können wir dir irgendwie helfen? Das sieht halt aus, als würde die Person links von mir sprechen, aber... Es gibt diesen Erfinderwettbewerb in Gadgeton. Ich brauche eine Idee für eine verrückte Erfindung, die dort gewinnen könnte. Wie wäre es mit einem Gemälde, das sich dem anpasst, was direkt davor steht? Ich sage es nur ungern, aber das klingt, als hättest du gerade den Spiegel erfunden. Du brauchst sowas wie eine selbstlaufende Tretmühle. Ich fürchte, nichts davon wird funktionieren. Tut mir leid. Ich fürchte, uns fällt auf Anhieb nichts Passendes ein. Aber ich verspreche, dass wir darüber nachdenken. Okay, denk mal drüber nach. Wir müssen zu Oleander. Genau, den können wir kaufen für 50. Hier brauchen wir... Wie stellen wir das her? Kann ich das einfach? Wartet. Wir brauchen dieses... Wo habe ich... Das Blatt hatten wir schon, oder? Das Blatt hatten wir schon, aber wo? War das bei Nestor? Nein, es war nicht bei Nestor. Hatten wir das Blatt schon? Ich weiß es nicht.
Ich habe keine Ahnung. Aber dann könnten wir das machen, wenn wir das herstellen können. Ich keine Ahnung, ob ich schon irgendwo eine Blattaura gesehen habe. Das ist alles irgendwie... Kann ich mir nicht merken. Hallo. Ich hoffe, du bist nicht sauer. Seitdem der Unterricht wieder angefangen hat, haben sie so hart gearbeitet. Ja, wahrscheinlich haben sie all ihre Dings schon aufgebraucht. Ihre kreative Energie? Ganz genau. Habt ihr Ideen für Erfindungen? Ich brauche sowas für einen Wettbewerb in Gadgeten. Hol uns eine leere Blaupause und wir helfen dir. Drei Stück. Drei Stück? Drei Stück. Habe ich jetzt irgendwo schon mal Blätter gesehen? Hier waren die hier. Blätter. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste ich hier nochmal komplett rumgehen und alles absuchen. Aber wir machen jetzt erstmal Blaupausen. Da glaube ich, brauchen wir nochmal eine Tinte. Und dann drei Blaupausen. Upsala. Eins, zwei, drei. So, das haben wir. Irgendwas wollte ich gerade noch. Wollen wir mal gucken, ob wir noch was irgendwie in unsere Kisten schmeißen können. Das kann weg. Das kann weg. Das kann hier rein. Das war woanders. Wir haben gar keinen Platz. Wir haben keinen Platz für den ganzen Krams hier. Kann ich das nochmal? Wartet mal. Das war die falsche. Das wollte ich machen. Da brauchen wir das. Das ist bei Dr. Nestor. Wir haben 5 davon. Seit wann haben wir 5 davon? Egal, das hatten wir bei Nestor, richtig? Das Portalgarn hatten wir auf der Anfangsinsel. Ich glaube, sonst hatten wir nicht mal groß irgendwo Zeug. Gell? Egal, wir werden jetzt nochmal kurz hier was pflanzen. Einfach damit ich das mal gemacht habe und nochmal welche herstellen. So. War das hier? Nein. Den können wir auch verkaufen, den Trank, ne? Wir brauchen 50. Wir machen nochmal 2. Machen hier nochmal. Oh nein! Doch. Okay, das hat doch geklappt. Ich wollte schon sagen. Oh, wir müssten eigentlich alle verkaufen, ne? Wir packen es mal rein. Packen es mal rein. Warte mal, was wollte ich jetzt machen? Erstmal nochmal Sachen wegräumen. Die Taschen sind halt alle zu klein. Ich brauche mehr Platz. Ich glaube, eine Kiste stelle ich auf jeden Fall noch rein. Habe ich hier für Platz? Ja. Das passt hier auch rein. Die wollte ich... Aha. Da, nee, wir haben... Hatte ich das schon mal irgendwo gelagert? Brauchen auf jeden Fall noch eine Kiste, würde ich sagen. Auf jeden Fall noch eine Kiste. Gibt es hier irgendwas, wo ich sage, das könnte man nochmal wegpacken? Das kann nochmal hier weg, dann können wir das dahin packen. Der Rest ist, glaube ich, hier gut aufgehoben, würde ich jetzt behaupten. So, können wir denn noch eine Kiste herstellen? Ja, sogar ziemlich gut. Dann packen wir die hier hin. So, da kann jetzt das mal rein. Das kommt alles rüber. Wir packen das jetzt auch mal da rein. Oh, das hätten wir vielleicht nochmal wegpacken sollen. Das kann jetzt hier rein endlich mal. Die Angel lassen wir mal drin. Das brauchen wir auch für zu viel Zeug. Wir packen da jetzt mal die hier hin. Wobei, die können wir eigentlich auch immer mitnehmen, gell? Theopraktisch. Wenn wir die immer dabei haben, ist das nicht verkehrt. So, dann gehen wir einmal noch hier rüber. Da können jetzt die hier hin und die hier hin. So, mitnehmen. Und die wachsen noch. Okay, wir machen... Eigentlich brauchen wir sonst nichts. Was haben wir hier noch gebraucht? Ja, die Blätter brauchen wir, gell?
Müssen wir vielleicht noch mal was lernen für... So, ihr kommt jetzt darüber. Das sieht gut aus. Lasst mich hier noch mal reinschauen. Bewegungsleiter. Diese... die haben wir... Wir wollten... Wo war das denn? War das hier? Ja. Auflade... Das hier wäre halt das nächste. Da brauchen wir noch... Oh, wartet. Das kriegen wir doch hin. Ich weiß halt nicht, ob wir das jetzt wirklich bauen sollten oder nicht. Oder lernen sollten. Das ist halt jetzt wieder das Ding. Bringt mir das was oder mache ich es wieder umsonst? Ich habe halt wirklich Angst, dass ich den ganzen Krams manchmal umsonst mache. Obwohl das wahrscheinlich nicht verkehrt wäre zu bauen, richtig? Es wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Weil dann könnten wir nämlich hier hin. Und das wäre, glaube ich, das nächste, wo ich Bock drauf hätte. Oh, wir brauchen so viel Zeug, ich sag's euch. Ich habe halt das Gefühl, dass das schon wichtig ist. Lasst mich nochmal gerade gucken. Wir haben ansonsten Samenwerkstatt 2 wäre halt auch gut. Es gäbe so viel Gutes, was wir machen können. Cooler Partyzauber würde ich auch voll fühlen. Begabtentreffen. Das werden wir auch brauchen. Kann das sein? Die Gusspresse. Es ist so, ich bin überfordert. Weil ich nicht genau weiß, was jetzt eigentlich wichtig ist. Das hätte ich auch voll gerne, aber das dauert noch. Und es sieht alles so wichtig aus. Es sieht alles wichtig aus. Aber ich gehe jetzt trotzdem mal das hier machen. Punkt. Magieleiter. Kann man das herstellen? Magieleiter. Hier. Zwei brauchen wir davon noch. Und einen davon. Das sollte kein Problem sein. Ich mache jetzt einfach mal das, damit wir davon keine mehr in der Tasche haben. So, wir haben jetzt 9. Und die verkaufen wir jetzt auch alle. Wir kommen nicht ganz auf den Betrag, den wir haben wollen. Achso, ja, wir sollten Insekten fangen. Wo können wir denn jetzt hier nochmal ein Insekt herkriegen? Hier unten, gell? War das hier? Nee. Es war hier vorne. So, dich brauchen wir. Wir müssten aber nochmal die anderen fangen eigentlich. Das wäre schon gar nicht verkehrt. So, aber wir nehmen dich jetzt mit. Und wir nehmen dich jetzt mit. Packen jetzt hier das eine Holz rein. So. Wir packen nochmal ganz kurz. Ganz kurz, wollte ich sagen. Tut mir echt leid. Ganz kurz. hier mein Essen rein. Nämlich das hier. Hatten wir sonst noch was? Nee. Nee. Nein, nicht benutzen. Einrollen. Wartet. Ich komme schon zurecht. Ich finde schon alles, was ich brauche. Das kommt jetzt hier rein. Das kommt weg. Wir haben 2 von denen. Die können wir mal rausnehmen. Und das sieht doch gut aus. Jetzt habe ich schon wieder das in der Tasche, was ich nicht in der Tasche haben wollte. Wieso kann ich das... Lass mich das wegpacken. Wieso habe ich das alles dabei? Da. Weg mit dem. So. Uff, 80 ist das Höchste, was wir davon haben können. Okay. So, du kommst auch raus. So, das gefällt mir. Das gefällt mir. Dann kann das wieder weg. So, jetzt gehen wir die Blaupausen abgeben, während wir warten, dass unser Insekt da unten gefangen wird. Lass mich vorbei. Oleander, da bin ich. Hier ist es. Dann haben wir genau das Richtige für dich. Bitte sehr, Blaupausen für Gadget-Schaukästen. Wie funktionieren sie? Eigentlich habe ich sie nur gebaut, um Gadgets auszustellen, aber hauptsächlich sehen sie cool aus. Soll mir recht sein. Okay. Gadget-Schaukasten installieren in Mechadom. Gießereiwerkbank brauchen wir. Oh, das kostet wieder, gell? Wo ist die denn da? 15! Die habe ich jetzt aber nicht!
Oh, ich hätte doch sparen sollen. Seht ihr es? Seht ihr es? Ich hätte es nicht machen sollen. Toll. Superklasse. Kann ich hier nichts machen? Ich könnte das machen, wenn ich mir den leisten könnte. Wir sparen jetzt einfach Geld für das da. Dann kriege ich 5 Punkte. 5. Besser als gar nichts. Besser als gar nichts. Die können wir... Oh, die brauchen wir auch. Die können wir auch kaufen. Die kleine Kanne. Und da, das dauert alles noch sehr lange. Aber das können wir machen. Es gibt zwar nur 5 Punkte, aber besser als keine Punkte, würde ich jetzt mal behaupten. Wie lange brauchst du noch? Ein bisschen, aber nicht mehr ganz so lang. So, können wir das denn... Ach ja, Gießereiwerkbank. Wir können nicht. Wir können nicht. Kann ich? Wartet mal. Stopp halt. Gib mir die. Wobei, wir haben schon gekocht, gell? Wir haben die schon gekocht, oder? Hatten wir die schon gekocht? Das ist auch neu. Das gibt uns auf jeden Fall gut Punkte, schätze ich. Ups. Stell mal her. Ja. Wir fressen den Kram jetzt. Für ein paar Punkte essen wir das jetzt auf. Und wir geben natürlich auch unserem kleinen Hundi was davon. So, Essen ist schon nicht verkehrt. So, du darfst das haben. Jop, 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 jop. Also Punkte generieren ist nicht immer ganz einfach. Noch haben wir Möglichkeiten. Noch haben wir Möglichkeiten. Wir haben jetzt wieder 5 Punkte zusammen. Wir brauchen eigentlich dann jetzt nur noch 5 Punkte. 5 Punkte. Wir machen noch einmal den hier. Ja. Ja, ja. Oh, das ist... Egal, wir machen so viel, wie es geht, bis wir keine Punkte mehr kriegen. So, habe ich jetzt entschieden. Okay, wir kriegen keine Punkte mehr fürs Essen. Ah! Gut. Gut. Wir haben ein paar Punkte aber uns abgreifen können. So. Wir sind bei 39. Das heißt, da kriegen wir dann nochmal... Dann sind wir bei 45. Doch, das klappt. Doch, das klappt. Wir kommen auf genug Geld. Wir kommen auf genug Geld. Um dann diese Vorlesungen zu halten. So, jetzt aber... Mir ist es noch nie aufgefallen. Ha! Oh, wie süß. Wieso ist mir das nie aufgefallen? Das ist ja wundervoll. So. Wir haben den Tüpfelkäfer. Wo konnte ich jetzt... An der anderen Werkbank, ne? Da. Ich werde vielleicht auch zwischen den Folgen noch mal überall rumlaufen. Um zu gucken, ob ich nicht irgendwo doch noch Auren übersehen habe. Hoffentlich. Das wäre super sad, ne? So. Das können wir jetzt machen. Kann projizieren. Aber wir müssen halt lernen, das zu projizieren. Aber wir hätten dann schon mal das da. Ach, guck mal. Und das können wir dann... Ja, ja, ja. Was hatten wir jetzt? Oh, da, hier haben wir das. Wachstumsstaub. Umstellen. Wir stellen das mal um nach hier. Ja. Und wir bauen jetzt mal den einfach nur mal dahin. Okay, und dann müssen wir lernen. Aber dann können wir diese Gummis dafür benutzen. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Das ist okay. Und zwar, das kostet auch nochmal 15. Oh, wo soll ich das alles herbekommen? Vor allem, guckt euch das an. Ich muss ja erstmal das hier lernen. Das ist alles schrecklich. Das ist alles schrecklich. Ich kann nicht. Was brauche ich doch? Gießereiwerkbank. Uff.
Uiuiuiuiui. Wir brauchen echt viele Punkte. Kann ich mir nicht irgendwo Punkte kaufen? Please. Ich brauche 30 Punkte. Und dann brauche ich nochmal... Egal, wir haben jetzt das Ding. Das können wir jetzt auch überall hinstellen. Das ist nicht verkehrt. Das ist nicht verkehrt. Ja. Es könnte schlimmer sein, alles. Oder? Findet ihr nicht auch? Es könnte schlimmer sein. Wir können mal einen Imbiss machen, dann kriegen wir auch noch mal Kohle. Wollen wir nächste Folge mal einen Imbiss starten? Was sagt ihr dazu? Einfach hier unten und gucken, was bei rumkommt. Warte mal. Wir haben 20 Tellerchen. Okay. Kann ich hier noch was reinpacken? Nö. Sieht alles gut aus. Sieht alles gut aus. Wartet mal. So, zeig mal. Können wir hier... Das können wir jetzt machen, aber halt nicht so oft. Wir haben das andere Rezept auch noch nicht, aber wir könnten das hier machen. Das wäre schon mal nicht verkehrt, oder? Das wäre schon mal nicht verkehrt. Wie viele von den Dotterinis haben wir jetzt? Ich habe den Namen vergessen. Eins. Uff. Dann warte ich noch mal, bis hier gewachsen ist. Richtig? Dann warten wir hier noch mal. Das ist auch halb fertig. Das ist alles... Oh. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Das ist alles ein Ding. Vielleicht kriegen wir da aber auch noch mal Kugeln. Wir gehen noch mal kurz ins Bett. Einmal schlafen. Dann warte ich nämlich jetzt, bis alles durch ist, bis alles fertig ist, was wir brauchen. Und würde dann nochmal einen Imbiss starten. Oder? Was sagt ihr dazu? Ich glaube, ein Imbiss ist nicht verkehrt. So, wir packen jetzt hier nochmal rein. So, genau. Wir haben alles voll. Wir haben 4 von den Eiern. Ich hoffe, das wird reichen am Ende des Tages. Wir haben 20 Teller. Da machen wir beim nächsten Mal einfach einen Imbiss. Warum nicht? Warum nicht, oder? Es wäre mal was Neues. Haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Aber ja. Dann würde ich sagen, war es das aber für diese Folge. Ich danke euch allen fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüssi.